Jetzt haben wir also das gekauft, den Gartenzwerg und das Reh. Beides zusammen für 40 Euro. Im Obi habe ich schon so ein Reh gesehen für 35. Ja, das hat sich also schon gelohnt. Da gibt es auch wieder Kanister, hast du gesehen? Da gehen wir jetzt mal was essen, ja. So, jetzt haben wir hier gegessen. Zwei Portionen, 67 Euro, 67 Zloty, Entschuldigung, das sind 15 Euro Pi mal Daumen. Ne? Das Restaurant, oder besser gesagt der Imbiss, heißt Good Food. Also wirklich, Teller war gut gefüllt, satt sind wir auch. Und für umgerechnet 15 Euro ist das völlig in Ordnung. Da war ich nicht das erste Mal jetzt essen, da bin ich schon öfter gewesen. Ja, jetzt kommen wir gerade nicht rüber. So viel Verkehr ist. Ach, die Schnecke, guck. Und Ostereier. So, jetzt, ne? Immer noch nicht. Ach, die hält an. Die hält an. Das ist für Butterdosen. Ach so, nee, halt, wir wollten jetzt in die andere Richtung. Ja. Wolltest du nicht irgendwas? Wolltest du was? Ha? Wie viel ist das? Was? Deutsch? Ja. Okay, okay. Für vier Nummer kann ich sein. Was hast du? 36, ne? Ich will nichts, ich habe. Ja. 36. Ich habe. Ich komm, Matthias. Du wolltest doch Schuhe. Hallo. Ein Feuerwerk gibt's auch noch, guck. Jetzt haben wir hier einen Rundgang gemacht. Ich habe jetzt nicht den Video ständig laufen lassen, weil ich mir nicht sicher war, wie die da reagieren, wenn man da filmt, ne? Ob die das wollen oder nicht. Ja, da in der Richtung geht es jetzt wieder zurück nach Deutschland. Und da war die, hinter dem Schuhgeschäft war der Imbiss, wo wir waren. Gehen wir mal noch hier lang, außen entlang.
da drüben. Habe ich, wie gesehen, drinnen gibt es auch noch Feuerwerk zu kaufen. Und die berühmten Polenböller gibt es auch. Das gibt es hier das ganze Jahr. Boah, guck dir die Sachen an hier, die Echse hier. Und ein Ofen für den Pavillon. Ja, und so gibt es halt viel, viel Klamottensachen. Da guckt er den Osterhasen an da drüben. Na, der kostet bestimmt auch 70 Euro. Ja, ja, der, aber das, der sitzt dort. Das ist nicht genau wie meiner. Ich habe ja den stehenden Jägersmann gekauft. Und ja, hier gibt es noch mehr Klamotten. Es gibt schöne Klamotten und es gibt auch diese ganzen Hemden mit verschiedenen Sprüchen drauf, was mir jetzt so nicht zusagt. Ja, Friseure gibt es hier auch. Und da ist noch ein Bistro. Und da ist noch eine Wechselstube. Der hat jetzt hier 4,73 Slotte für der Teurer. So, jetzt schauen wir mal. Achtung. Stehen bleiben am Zebraweg. Idiot. Denkt, weil er deutsches Nummernschild hat, braucht er sich in Polen nicht an die Verkehrsregeln zu halten. Ja. Ja, hier gibt's. Aber jetzt hat sich der Stau aufgelöst, dann auszus. Jetzt gehen wir hier noch mal durch. Und ja, hier gibt es auch wieder alles Mögliche. Zigaretten, hallo. Und ja, viel stehen wächst für den Garten. Und alles, was man halt so braucht. Gardinen. Jede Menge Gardinen. Ja, das sind schön, die Gardinen, die ich da gesehen habe. Und wieder Zigaretten, überall Zigaretten. Wobei die Zigaretten, die hier an den Ständen verkauft werden, das sind ja welche mit polnischer Steuermarke, die sind erlaubt, die darf man auch mit rüber. Soweit ich weiß, ist die maximal zulässige Menge 2 Stangen, die man rübernehmen darf. Aber von den anderen, die ukrainischen, die darf man überhaupt nicht mitnehmen. Also wenn man die mit rübernimmt, die sind ja nicht versteuert, da muss man dann Strafbezahler. Und zwar die doppelte Menge. Soweit ich weiß, die doppelte Menge, was es eigentlich hätte gekostet, lohnt sich also nicht. Und eigentlich dürften die hier gar nicht verkauft werden, aber das scheint auch niemand zu stören. Ich habe hier noch Gehkontrolle gesehen. Ja, hier gibt es wieder Garten und Zeug und Getränke. Ja, was war jetzt das Fazit? Jetzt habe ich also für den Garten da diese Stehenwegs gekauft, also diesen schönen Jägersmann da als Gartenzwerg und das Reh. Und da ist der Parkplatz da vorne, da hat man 10 Slotti bezahlt, da darf man dann dafür den ganzen Tag stehen bleiben. Also man muss sich nicht abhetzen zum Einkaufen hier. Und jetzt war das soweit, der Bummel über der Markt. Und jetzt fahren wir noch nach Polen rein ein Stück, weil ich will jetzt hier nicht wieder raus auf dem Grenzübergang, weil ich nicht weiß, ob die drüben noch
stehen. Ich will nicht belästigt werden von der Kontrolle da. Ja, da vorne, da hat wieder jemand Kanister gekauft. Ja, ja, das mache ich nicht. Wie gesagt, bei meinem Auto komme ich 1000 Kilometer mit der Tankfüllung und das reicht, da muss ich nicht auch noch Kanister mitnehmen. Vor allem, weil sie jetzt mit, was hat man vorhin, N60 oder, das ist jetzt auch nicht so billig früher, wo es in Deutschland N60 gekostet hat. Der Sprit, da sind wir hier rüber gefahren, weil N60 zu teuer war. Und jetzt fahren wir hier rüber und N60 ist dann noch ein guter Preis im Vergleich zu dem, was man drüben bezahlt. Ja, da hinten ist noch ja, Tierfutter und Unkraut, Ex für den Garten, da gibt es ja noch da gibt es ja noch dieses Roundup zu kaufen, habe ich gesehen. Es gibt also noch jede Menge davon und da ist noch ein Duty Free Shop. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch wieder Zigaretten. Ja gut, das war jetzt soweit das Ende vom Video. Ah, hier gibt es Grillkohle noch, sehe ich. Ja, und dann beende ich das jetzt mal. Und wünsche euch allen einen schönen Tag.